Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. Hallo, mein Name ist Ben Ouattara. Ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und helfe Menschen dabei, in die Umsetzung zu kommen, ins Machen zu kommen. Menschen, die bereits wissen, was zu tun ist, aber nicht tun, was sie wissen. Menschen, die sich selbst im Weg stehen, emotional, mental, an Aufschieberitis leiden, Perfektionismus oder einfach nur Angst haben, den ersten Schritt zu gehen. Ich teile mit dir in diesem Podcast Strategien, die du anwenden kannst, um in die Umsetzung zu kommen. Aber wenn du möchtest, dass ich dir persönlich dabei helfe, biete ich dir einen kostenlosen Power Call an. Das ist ein Gespräch mit mir, wo ich dir einige Fragen stellen werde, um spezifisch in deinem Fall, in deinem Leben, mir anzugucken, was da die Limitierungen und Blockaden sind und dir helfen werde, eine Strategie zu etablieren, wie du am schnellsten in die Umsetzung kommst, ins Machen kommst. Und wenn du mit mir in den Call kommen willst, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf www.benmacheseinfach.com. Trag dich ein für einen kostenlosen Powercall. Es dauert nur 2 bis 3 Minuten, dass du einige Fragen beantwortest, sodass ich mich perfekt auf den Call vorbereiten kann. Wie gesagt, dieser Anruf ist kostenlos. Ich biete das an, weil es einfach der beste Weg für mich ist, rauszufinden, mit wem ich langfristig zusammenarbeiten will. Und für dich ist es auch ein guter Weg, rauszufinden, was wirklich bei dir die Blockade ist und wie du sie lösen kannst, um endlich ins Machen zu kommen. Und jetzt steigen wir ein in die heutige Episode von Mach es einfach und mach es einfach. Jo, was geht ab? Ich bin jetzt gerade hier am Strand und das hat einen Grund, denn ich bin gerade erstmal fertig geworden mit meiner Morgenroutine, habe mein Fitnesstraining absolviert und ich komme dann immer zum Strand, mache ein bisschen Cardio und dann Bauchübungen, denn ein Sixpack entsteht nicht von alleine, ich bitte dich. Aber ich mache das Video jetzt nicht, um anzugeben. Ich mache dieses Video aus einem bestimmten Grund. Und zwar will ich ein bisschen mal was challengen bei dir, falls du bestimmte Ziele hast, die deinen Körper angehen oder andere Bereiche deines Lebens. Aber der Körper ist immer so etwas, was man direkt sehen kann. Das heißt, du hast den Beweis dafür und da kann man sich nicht rausreden. Es gibt viele Leute, die mich fragen, Ben, wie machst du es, um so einen Körper zu haben? Wie machst du es, um immer so fit zu sein, seit Jahren? Wie hast du das gemacht oder wie machst du das? Oder die denken sogar, es gibt einen Punkt, wo irgendwann ich diesen Switch gemacht habe und seitdem ist es dann einfach einfach. Und was können sie machen, damit sie einmal dahin kommen und das dann auch konstant so ist? Und da gibt es 2 Prinzipien, die eigentlich schon mal falsch sind. Und das Erste, was ich ansprechen will, ist, ich hatte letzte Woche dieses Gespräch mit jemandem. Er hat mich gefragt, was machst du, um so einen Körper zu haben? Und ich habe ihn gefragt, was machst du, um nicht so einen Körper zu haben? Was machst du, um nicht so einen Körper zu haben? Denn oft ist es so, Leute gehen davon aus, dass es den Normalzustand gibt. Und dann gibt es das, was muss ich machen, um da zu sein? Aber das Ding ist, du bist entweder hier oder hier. Und während du hier bist, tust du bestimmte Sachen, um da zu sein. Aber das, was du als normal ansiehst, das sind bestimmte Sachen, die du auch tust. Wenn ich jetzt zum Beispiel übergewichtig werden will, muss ich bestimmte Sachen tun, um da zu sein, wo jemand ist, der jetzt übergewichtig ist. Und die Person, die übergewichtig ist, muss etwas tun, um dahin zu kommen, wo ich bin. Ja, aber die Person, die übergewichtig ist, macht etwas jeden einzelnen Tag, dass sie da hält, in dieser Realität hält und diese Realität neu kreiert von Tag zu Tag. Und ich bin hier an einem Punkt, wo ich auch jeden Tag etwas tue, das mich in diese Realität hält. Das bedeutet, ich esse 2, 3, 4 Mal am Tag. Ich trainiere jeden Tag 4-mal, 5-mal, 6-mal die Woche, je nachdem. Also im Moment, ich trainiere jeden Tag, aber ich habe verschiedene Routinen. Wenn man das, was Leute bezeichnen als eine Stunde im Gym bestimmte Übungen machen, das ist 4-mal in der Woche, aber ich trainiere eigentlich jeden Tag, bewege ich mich, mache irgendwelche Übungen und bewege meinen Körper. Und das ist eine Handlung. Das heißt, wenn du das nimmst, was du tust jeden Tag. Du sagst, du willst gesund essen. Aber was machst du jetzt gerade? Was ist die Wahl, die du getroffen hast, heute zu essen, gestern zu essen? Was war die Wahl, die du getroffen hast, morgen zu machen? Was trinkst du? Was isst du? Wie bewegst du deinen Körper? Das ist eine Entscheidung, die du jeden einzelnen Tag hast, jede einzelne Minute hast deines Lebens. Jede einzelne Minute kannst du das switchen. Das heißt, du tust jetzt gerade etwas, was dich da hält, wo du bist. Und wenn du das für dich erstmal identifizierst, was ist das, was ich mache? Wie verhalte ich mich? Welche Entscheidung treffe ich? Dann kannst du auch für dich rausfinden, wie du das verändern kannst, weil diese Steps musst du dann switchen. Also, was machst du, um da zu sein, wo du bist?
Hallo, Boss. Was machst du, um da zu sein, wo du bist? Das ist die Frage, die ich heute habe. Und ich will gar nicht ins Detail gehen, weil diese ganze Information, ich wurde gerade kurz unterbrochen, das war, aber ich habe gedacht, ich mache einfach weiter mit dem. Dieses ganze Wissen, die ganzen Informationen, die Leute immer haben wollen, die denken, dass sie irgendwie ein Geheimnis finden, was sie irgendwann irgendwo hinbringt. Und sie sind jetzt noch nicht in der Lage. Switche heute etwas. Es gibt so viele Informationen heutzutage auf YouTube, online, die ich gar nicht hatte damals, als ich angefangen habe zu trainieren. Ich habe sehr lange gestruggelt, Gewicht aufzubauen. Ja, ich bin, bei mir ist es so, ich hatte nicht das Problem abzunehmen. Ich war immer sehr dünn. Aber das war auch meine Identität. Ich war derjenige, der immer dünn war. Und irgendwann habe ich versucht zu trainieren und habe andere Leute in meinem Umfeld gehabt und mein Umfeld verändert und die Sachen, die ich getan habe, verändert und mehr Kalorien zu mir genommen und Sachen ausprobiert, auch wenn das die falschen waren und es hat Zeit gedauert. Aber ich habe immer wieder visualisiert, wer ich bin und jetzt ist es so, das ist meine Identität, da wo ich jetzt bin. Das ist ein anderes Thema aber deine Identität, die Person, die du glaubst zu sein, das ist wirklich ein Glaube. Du glaubst, diese Person zu sein und deine Identität basiert auf deiner Erfahrung. Deine Erfahrungen sind nicht getrennt von der Identität, die du hast. Aber das Ding ist, deine Erfahrungen sind eine Bewertung der Realität. Es gibt nicht die Realität. Das ist der Grund, warum, wenn du ein anderes Mindset hast, andere Fragen stellst und anders auf die Realität guckst, die Realität sich für dich verändern kann. Du kannst zum Beispiel etwas von jemandem hören, was dich sehr stark beleidigt. Und du sagst, boah, wie können die das nur sagen? Oder wie konnte der das nur tun? Und dann kriegst du eine Zusatzinformation, die du nicht wusstest. Diese Zusatzinformation kann entweder sein, dass etwas anderes davor passiert ist und jetzt verstehst du, warum die Person das gesagt hat und sagst, ah, okay, jetzt ändert das dein Gefühl, jetzt ändert das aber deine Realität. Hättest du die Information nicht bekommen, dann hättest du dich immer noch so gefühlt wie beim ersten Mal. Zweite ist vielleicht, dass du mit der Person redest und du merkst, ah, das, was die Person gesagt hat, die meint gar nicht das, was du eigentlich gesagt hast. Und so weiter und so fort, dass du in dir Trigger hast, kulturell bedingt, gibt es Sachen, die Missverständnisse sein können. All das ist nur ein Beweis dafür, dass die Realität, die du als Erfahrung siehst, nicht die Realität ist, sondern nur deine Interpretation der Realität, die du vielleicht irgendwann mal vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren irgendwann mal entschieden hast, dass du das kannst, dass du das nicht kannst, dass du das bist. Und diese Realität ist deine Identität geworden. Und weil du das bist und konstant mit deiner Identität bleiben willst, kreierst du die neue Realität jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Moment, basierend auf dieser Realität, diese falsche Realität, die du hast. Und das bestimmt, was du tust, was du nicht tust, was du isst, was du nicht isst, was du probierst, was du nicht probierst. Und diese Limitierungen gelten für alles, nicht nur für deinen Körper. Bist du selbstbewusst, bist du nicht selbstbewusst? Machst du viel Geld, machst du nicht viel Geld? Bist du intelligent, bist du kreativ? Machst du bestimmte Sachen, wo du eigentlich Angst davor hast, obwohl es etwas ist, was dich wirklich anzieht, obwohl es etwas ist, was du wirklich willst? Hast du oft Träume, hast du Ziele aufgegeben und gesagt, ach, ist doch nicht so wichtig oder ich brauche keine Freundin oder ich brauche keinen Mann in meinem Leben. Die Leute, die verheiratet sind, das ist eh alles Bullshit. Ich brauche gar kein Geld. Menschen, die Geld haben, sind so und so. Ich brauche gar keinen guten Körper, weil ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich brauche nicht dies, ich brauche nicht das, weil du es rechtfertigst für dich. Aber sobald es einen Trigger gibt, sobald es etwas gibt, was vielleicht dich daran erinnert, vielleicht siehst du eine Person von damals, die übergewichtig war, die abgenommen hat. Oder du siehst jemanden, den du kanntest, der wenig Geld hat, jetzt hat er Geld. Oder jemand, der eigentlich genauso wie du nie bei Frauen gut ankam und jetzt auf einmal hat er eine Traumfrau gefunden. Oder andersrum, eine Frau, die einen Mann gehabt hat, was auch immer es ist. Oder du hörst etwas oder du siehst etwas in einem Buch und du denkst, du bekommst kurz Hoffnung. Oh, vielleicht geht's doch. Auf einmal merkst du, dass das, was du eigentlich abgelegt hast, gar nicht weg war. Du hast nur keinen Weg gefunden, es zu machen und deswegen hast du es einfach abgelegt. Aber die Frage des Tages ist nicht das ganze Ding. Ich sage das einfach nur, weil das sind alles verschiedene Blickwinkel darauf, wie deine Realität kreiert wird. Wie die Fragen, die du dir in deinem Kopf stellst, kreiert werden, aus der Basis heraus, die, wer du glaubst zu sein und deine Wahrnehmung der Realität. Und die Fragen, die du stellst, können dir helfen, einen anderen Blickwinkel auf diese Realität zu kriegen. Und deswegen frag dich nicht, was machst du, um den Körper zu haben, den du hast, sondern was mache ich, um den Körper zu haben, den ich habe, wenn du nicht den Körper hast. Nicht, was machst du, um die Beziehung zu haben, nicht, was machst du, um dieses Business zu haben, sondern was mache ich, um dieses Business nicht zu haben. Es gibt bestimmte Leute, die gehen raus und rufen 100 Leute an. Du gehst raus und rufst 2 Leute an, kriegst eine Abfuhr und legst auf. Und was machst du dann? Gehst vielleicht online und recherchierst, liest lieber ein bisschen Bücher, anstatt das zu tun. Das heißt, in der Zeit, wo einer das macht, machst du das. Du triffst eine bewusste Entscheidung. Und wenn diese Person, wenn du für diese Person, die jetzt den Erfolg hat, den du haben willst, eine Art Manuskript schreiben würdest. Wie eine Art Blueprint. Ja? Man sagt ja, eine Blueprint ist ja wie der Plan,
wenn du ein Haus baust, hast du ja einen Plan, ne? Und basierend auf dem Plan baut man das Haus. Und das bauen, ne, die Handwerker und so weiter, die bauen das Haus. Der Architekt hat mal eine, wie nennt man das Board? Blueprint heißt es auf Englisch. Der Bauplan. Wenn du der erfolgreichen Person den Bauplan für dein Leben geben würdest, wenn du der Person, die fit ist, deinen Ernährungsplan und deine tägliche Routine geben würdest und der sagt, mach das, 6 Monate lang, 1 Jahr lang, dann wird diese Person so aussehen wie du. Dann wird diese Person so viel verdienen wie du. Dann wird diese Person die Beziehung haben wie du. Wenn die sich nach den Regeln hält, nach denen du lebst und du täglich handelst und wie du auf Situationen umgehst. Denn diese Regeln und diese Gesetze und diese Art und Weise, Sachen zu machen, sind die, die dir das Ergebnis bringen. Du siehst es aber als normal, weil du das vielleicht schon seit Jahren machst und weil du das nicht bewertest und sehen kannst, dass das nicht das Normale ist. Das ist einfach nur eine andere Art und Weise, Sachen zu tun. Und die machen das einfach anders. Aber die Frage ist dann, warum mache ich das so? Und woher kommt das? Das kommt von deiner Identität, wer du glaubst zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Glaubenssätze reingehen. Also ich beende das Video jetzt nochmal. Ich stretche die Sachen aus und bringe mal verschiedene Beispiele, weil ich weiß, dass manche Sachen immer so simpel klingen. Deswegen bin ich kein Fan von diesen Zitaten, die man auf einfach Instagram postet und 2, 3 Zeilen dazu. Weil Leute konsumieren das oberflächlich, da hast du 200 Zitate gehört, aber nicht ein einziges wirklich verstanden und vertieft. Wie kannst du das, was ich jetzt heute gesagt habe, auf dein Leben anwenden? Stell dir wirklich diese Frage. Nimm dir ein Beispiel aus deinem Leben. Wenn es nicht Fitness ist, nimm dir ein anderes. Und stell dir die Frage. Guck dir jemanden an, der da ist, wo du sein willst. Ein Vorbild, jemand aus deinem Umfeld, vielleicht eine Celebrity, egal wer es ist. Frag dich nicht, was macht der, um da zu sein? Sondern was mache ich anders jetzt gerade? Was gerade macht, dass ich hier bin? Was kreiert diese jetzige Realität? Und dann konfrontierst du dich schon mal mit deinen Glaubenssätzen. Weil all das, was du tust, basiert auf das, was du glaubst. Und wenn du das verändern willst, ist es sehr wichtig, dass du deine Realität veränderst. Nicht nur sagst, ich muss was anderes machen, weil dann glaubst du immer noch, dass du nicht abnehmen kannst. Glaubst du immer noch, dass dieses Essen dir etwas Gutes tut in dem Moment und du hast diesen Stress, der vielleicht macht, dass du sagst, ich muss da raus, emotional und isst irgendwas, oder du hast diese Routine, diese Gewohnheit, du versuchst die zu brechen, du versuchst einfach nur das Verhalten zu kopieren, ohne dass du die Glaubenssätze, die dahinter sind, verändert hast, und dann zieht es dich zurück, weil du es eh nicht glaubst, weil du sagst, es ist zu hart, es ist zu schwer, es schmeckt nicht, es ist viel zu schwierig, der Markt ist scheiße, Männer sind, Frauen sind, was auch immer die Glaubenssätze sind, die du hast. Und deswegen geben Leute, die da erfolgreich sind, dir einen Tipp und sagen, guck mal, du musst das und das tun, das mache ich auch. Du sagst, okay, probier ich. Was kann es funktionieren nicht? Weil du gerade schon was ganz anderes machst. Was machst du, um da zu sein, wo du bist? Melde dich heute noch an für einen kostenlosen Powercall mit mir, indem du auf den Link in den Shownotes klickst. Der Powercall ist ein Zoom-Call mit mir, in dem ich dir persönlich dabei helfe, zu identifizieren, welche Strategie die beste für dich ist, um an ein Ziel zu kommen und deine Limitierung zu eliminieren. Der Call ist kostenlos und es sind nur limitierte Plätze verfügbar, also melde dich jetzt an und klicke auf diesen Link. Du kommst auf eine Seite, wo du ein paar Fragen beantworten musst und wirst dann die Möglichkeit bekommen, einen Termin mit mir zu buchen. Und wenn du dich fragst, warum ist dieser Call kostenlos? Nun, es ist für mich der beste Weg, rauszufiltern, mit wem ich in der Zukunft zusammenarbeiten will. Und es ist für dich eine Gelegenheit zu erleben, wie es ist, von mir gecoacht zu werden. Also warte nicht lange, mach es einfach und mach es einfach.